Hey ho, ich bin Tommy Something, ich liebe Videospiele und das ist mein Review zu Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Ist es wirklich so gut, wie ich es mir erhofft habe? Finden wir es heraus. Let's move! Okay, maybe just anchovies? Okay, bevor ich das Review richtig starte, muss ich erst einmal gestehen, dass ich alles rund um die Teenage Mutant Ninja Turtles liebe. Ich lese momentan die IDW Comics, auf denen auch das Game basiert, und ich glaube sogar, dass die erste VHS-Kassette, die ich jemals besessen habe, die ersten drei Folgen der 80er-Jahre-Serie war. Und so sehr ich Michael Bay hasse und alle Filme, die auch nur irgendetwas mit ihm zu tun haben, sogar dem neuen Turtles-Film konnte ich einige gute Elemente entnehmen. Versteht mich nicht falsch, der Film ist immer noch beschissen, die Turtles sehen hässlich as fuck aus, aber die Art und Weise, wie sie sich verhalten, fand ich gar nicht so schlecht. Ich habe gerade was Gutes über einen Michael Bay Film gesagt. Ich glaube, mir wird schlecht. Ihr merkt also, ich bin ein Sucker für die Turtles, schon immer gewesen. Und dass dieses Game auf meiner aktuellen Lieblingscomic-Reihe basiert, macht es nicht wirklich einfacher. Aber worum geht es eigentlich in Mutants in Manhattan? Das Spiel selbst verliert keine Sekunde damit, uns irgendeine Background-Story zu erzählen und wirft uns direkt in das Geschehen hinein. Wir müssen Krang und Shredder aufhalten, die mal wieder Übles vorhaben. So weit, so gut. Doch bevor wir uns an die letzten Endgegner wagen, müssen wir vorher 6 Stages erledigen, die jeweils einen Endboss besitzen. Und da haben wir auch schon das erste Problem, denn keiner, der nicht die IDW-Comics gelesen hat oder wenigstens die neue Serie auf Nickelodeon gesehen hat, wird wissen, wer diese Typen sind. Klar, Rocksteady und Bebop kennt man von früher, aber Karai, Armageddon oder Slash nicht unbedingt. Aber dann wiederum geht es doch eigentlich nur darum, mit den Turtles irgendwelche Ninjas, Mutanten und andere Baddies zu verprügeln. Und das funktioniert relativ gut. Ihr habt nämlich die Kontrolle über alle 4 Turtles und könnt sie jederzeit miteinander austauschen. Außerdem können sie verschiedene Ninjutsu-Techniken erlernen und diese aufleveln. Und solange alle 4 zusammen sind, werden sie auch noch stärker und können coole Combo-Angriffe ausführen. Die Combo-Angriffe sieht man aber kaum, da es schnell unübersichtlich werden kann. Schade. Und das bringt mich zu dem Punkt, der mich am meisten an Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan nervt. Es ist nicht möglich, das Game zu 4 an einer Konsole mit Freunden zu zocken. Der Mehrspielermodus funktioniert nur online. Ich verstehe schon, warum sich das Entwicklerstudio Platinum Games für diese Variante entschieden hat. Denn ein Splitscreen würde bedeuten, dass man noch weniger Platz auf dem Bildschirm hat und man checkt jetzt schon kaum, was abgeht. Aber ich hätte es einfach so cool gefunden, wenn das Game seinen Arcade-Wurzeln treu geblieben wäre. Eine Sache, die ganz nett ist am Gameplay, ist jedoch, dass wenn man eine Stage nochmal betritt, sie mit mehr Hindernissen ausgebaut wird. Aber schwerer macht es das Spiel trotzdem nicht. Schwerer wird es nämlich erst dann, wenn man es ein zweites Mal durchspielt und die Endbosse dadurch stärker werden. Davor ist es wirklich Pillepalle. Ob nun online oder alleine, man hat Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan in ungefähr 5 Stunden durchgespielt. Und wer sich noch mit Sammelaufgaben beschäftigen möchte, der wird so bei knapp 10 Stunden sein. Ich will das Game wirklich mögen, aber wenn man es auf das Essentielle runterbricht, dann ist nicht genügend Story für Neueinsteiger drin und es ist nicht lang genug mit neuem Content gefüttert für die ganzen Turtles-Veteranen. Die Turtles und der Look im Allgemeinen sehen toll aus. Es ist fast so, als hätte man es 1:1 aus den Comics übernommen. Aber trotzdem scheitert es immer wieder an der Grafik. Die Framerates brechen zum Beispiel ein. Und das liegt nur daran, dass man es für alle Konsolen programmiert hat. Alte wie auch neue. Basically habe ich einen Xbox 360-Titel auf der Xbox One gezockt. Zum Glück ist das Spiel nicht zum Neupreis erschienen, sondern gleich 20 Euro billiger. Und für die alten Konsolen nochmal 10 Euro billiger. Weswegen ich Hardcore-Turtles-Fans sagen kann, dass sie mal einen Blick riskieren können. Besonders wenn sie noch eine PS3 oder eine Xbox 360 besitzen. Alle anderen, es ist nicht das Turtles-Spiel, auf das ich so lange gewartet habe. Meinen Spaß hatte ich trotzdem irgendwo, auch wenn es nur für kurze Zeit war. Deswegen bekommt Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan von mir auch einen Daumen in der Mitte. Aber nur gerade so. Falls ihr jetzt trotzdem Bock habt und das Spiel selbst ausprobieren wollt, einen Link lasse ich euch unten in der Beschreibung. Mir bleibt nur noch zu sagen, ich bin Tommy Something und ich gehe jetzt weiter zocken. Hey ho, ich bin Tommy Something und leider habe ich absolut keine Zeit, denn ich muss ein neues Video hochladen. Hier ist mein Early Access Review zu YouTubers Live.